Hey, yo, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Minecraft mit Let's Play Octobite, also mir. Im letzten Part habe ich gesagt, ich will mal ein bisschen hiervon machen. Nein, habe ich eigentlich nicht gesagt. Ich habe gesagt, ich warte, bis die letzten Sachen fertig sind und die sind fertig. Yay! Das heißt für mich, ich habe jetzt 54 von den Dingern. Und sollte das, wenn ich die ausgleiche. 9. 9, 9 und der Rest hier. So, jetzt ein bisschen davon. Und ein bisschen davon. Gibt uns Standard Machine Casings. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und wir sehen Heat Capacity 1020 K, Grad K. Was weiß ich. Und dann haben wir hier noch ein bisschen was übrig. Standard Machine Chasing. So, was man hier machen kann ist, wenn man jetzt Eisen, zufälligerweise aus irgendeinem Grund Eisen, Dust hat und Coal Dust, weshalb auch immer ich das ganz zufälligerweise vorbereitet habe, kann man mit Coal Dust und Eisen, ich werde jetzt hier noch nicht alles reinhauen, aber einen guten Schwung, weil ihr seht, wie schnell das hier durch die Ressourcen frisst und ihr wisst, wie viel hier gegengesteuert wird. Der priorisiert, ich glaube, 16 und der hier 8 oder sowas. 16, 32 EU per Tick werden beigesteuert. Man sieht, wie schön schnell der das draint. Und dabei stellen wir, ohne in Nether gegangen sein zu müssen, Stahl her. Und Dark Ashes. Was übrigens Neues. Gab's vorher noch nicht. Vorher hat man da Slag, glaube ich, gekriegt von Forestry. Was kann man damit alles machen? Bitte, 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 bitte. Zeig's mir. Man kann damit Bitumous Peat machen. Man kann mit Dark Ashes Propolis und Peat das machen. Oder man kann mit Dark Ashes Kompost machen. Oder Fertilizer. Man kann Industrial Craft Fertilizer machen. Oder man kann ihn in Slag und Ashes umwandeln. Oder man kann es in Industrial Electrolyzer für Time, eine Sekunde, 1250? Wie geht diese Rechnung auf? In Carbonzellen umwandeln? Ich denke, dass sich dieses Rezept am meisten lohnen wird. Der Industrial Craft Fertilizer, den werden wir auch irgendwann mal brauchen. Bis jetzt noch nicht, später aber. Man muss halt hier mal schauen, es ist wichtig, genügend Energie bereits im Vorhinein drin zu haben, sonst gibt es Probleme. Man sieht hier, die brauchen 128 Energie per Tick, 64.000 pro Stück. Und dann gibt es natürlich hier Pulverized Iron, das geht genauso. Dann gibt es hier Aluminium Dust, kriegt man für 1700, 1500 für Ta Titan. Chrom ist 1700, Tungsten ist 2500. Und was auch wichtig ist, sind Silicon Cells. Kriegt man eine Silicon Plate, auch 1500. Silicon Plates sind das Ding, das man braucht für Solar Panels. Damit man Solar Panel bauen kann, braucht man diese Maschine. Cracktech macht Solar Panel wirklich teuer. Da braucht man dann tatsächlich so eine super teure Siliziumplatte, die jetzt unter richtig hohen Temperaturen gekocht werden muss. Aber es lohnt sich. Boah, zieht es. Halb down und wir haben gerade mal, wie viel da reingehauen? 10? Und unsere Energie ist leer? Nice, oder? Naja, ich wollte es euch hauptsächlich gezeigt haben, das ist richtig schön, hammermäßig cool und episch und so weiter. Dass wir die mit der Farm, ich weiß nicht, ich werde die wohl ziemlich bald mal eine Zeit lang temporär beenden. Pausieren. Weil mir die hier alles zuspammt und deshalb ist mir das nicht ganz so recht. Ich kann es zwar gut brauchen, aber nicht in den Mengen. Wenn ich, sobald ich damit mitkomme, werde ich den wieder einschalten. Wenn ich da zum Beispiel jetzt ein zweites noch habe. Ah, der Steam baut sich auf, wenn die Maschinen nicht laufen, aber es noch heiß genug ist.
baut sich erhöhter Steam auf und deshalb hat er dann mehr Power kurzzeitig. Brauche ich aber jetzt nicht. Haben halt ein paar fliegende Bäume da. Oder minimal verloren gegangene Ressourcen. Da wir sowieso 64 Dinge haben, ist es mir wurscht. Immerhin wird das jetzt verbraucht. Und die meiste Energie geht natürlich immer noch in die Lava-Produktion. Die auch sehr, sehr wichtig ist. Einen halben Stack davon. Ja, ich weiß nicht genau, was ich mit den Materialien alles anfangen will. Nur lohnt sich das für mich mehr, als wenn ich da die anderen... Ich könnte natürlich das auf das normale Holz umschulen. Das ging für mich genau gleich. Dann habe ich hier die super effektiven Dingsfarm. Es könnte sich sogar lohnen für mich. Es könnte sich direkt lohnen. Dann muss ich natürlich wieder das System ändern, dass die nicht automatisch extraktet werden. Sondern dass die hier gestort werden und dass ich beim anderen das höhere, dass das als erstes da schaut, dass der immer voll ist und dann erst die komprimiert oder so. Oder dann sagt man halt hier, ey, du, dann macht man halt hier ein Crafting-Dings, dass der Plant Balls herstellt. Das ist genauso möglich. Dann könnte ich das machen und dann wastet er nicht so viel. Dann muss ich halt ein paar Sachen umändern, aber es ging genauso. Ich denke, dass wir das auch demnächst machen werden. Okay, er wird sich wieder erholen. Jetzt haben wir 11 Steel-Ingots. Wofür kann man Steel hernehmen? Users. Wichtig. Es gibt ein paar wichtige Sachen. Die Sachen hier sind eigentlich größtenteils unnötig. Ein paar Sachen sind interessant, wenn vor allem für Raycraft schon, aber für die Standardsachen. Trackmans, Goggles, unwichtig. Interessante sind bei Kolben. Ein Steel-Ingot für einen Kolben verwenden? Eher unnötig. Diamond Swordblade? Yes. Auf jeden Fall. Diamond Grinder? Yes. Wolfram Grinder? Yes. Steel Machine Hull? Yes. Reinforced Machine Casing? Yes. Vor allem bei denen ist es wichtig. Dafür bauen wir halt Advanced Machine Blöcke und sowas. Und es lohnt sich hier auch, die ziemlich bald zu bauen. Jackhammer? Yeah. Mining Drill? Komm, Moment, ist das nicht früher was anderes gewesen? Chainsaw, Electric Hoe, Electric Retrap und Electric Ranch brauchen jetzt alle dieses Zeugs. Nur mal so und nebenbei erwähnt. Es gibt natürlich Leute, die stört es weniger und es sind Creeper gespawnt. Ich hasse es. Naja, hilft nix. Oh, ein Lederskelett. Das nicht brennt? Der Fug? Skelly? Du hast auch zu brennen. Weißt du das? Ich kann es nicht leiden, wenn Skelette oder sowas nicht brennen. Wenn irgendwas nicht brennt, geht gar nicht. Ich will deine Rüstung haben. Das Problem ist, dass ich gleich draufgehen werde. Er gibt nur einen Knochen. Noob. Das war doof. Feuerresistent und dann? Feuerresistente Skelette gehen ja gar nicht. Hier ist auch eine interessante Möglichkeit für Gegner zum Spawnen. Aber naja. Fertilizer sind übrigens... Also die Fertilizer-Dinger sind wirklich wichtig, wenn man sehr kleine Gebiete hat und die will, dass sie trotzdem gut wachsen. Bei großen Gebieten ist der Fertilizer unnötig. Aber damals hatten wir ein sehr kleines Gebiet, weil wir noch nicht solche Raycraft-Produktionsfazilitäten hatten. Sobald ihr wieder voll ist, werde ich hier wieder 10 reinhauen. Aber es dauert halt einen Moment. Oh, ich habe Dark Ashes. Stimmt, ich weiß noch nicht, was ich damit machen werde. Ach ja, doch, natürlich weiß ich, was ich damit machen werde. Ich habe es doch vorhin schon gesagt. Ich finde es cool, dass man da Fertilizer mit draus machen kann. Und man sieht jetzt, warum man so viel Energieproduktion braucht. Eine stabile Energieproduktion, habe ich gesagt. Yep, absolut notwendig. Ich habe nicht mehr genug Cells drin. Oh, hier ist, im Output kriegt man die wieder raus. Cool.
lohnt sich direkt. Ich brauche nur mehr Zellen, fällt mir gerade auf. Und habe ich irgendwas, woraus ich Zellen machen kann? Ich habe wieder mehr Iron Dust, aber das nützt mir nichts. Also muss ich neue Zellen herstellen. Ah! Mal wieder die seltsamen Geräusche, von denen kein Mensch Ahnung hat, wo die herkommen. Besser gesagt, ich weiß es nicht. Und wenn ich sage ich, dann meine ich kein Mensch. Oder kein Mensch, meine ich eigentlich immer ich. Weil wenn ich was nicht weiß, gehe ich immer davon aus, dass es auch niemand anders weiß. Keine Ahnung warum, aber das ist irgendwie meistens so. Ich weiß es nicht, aber das ist wirklich häufig so eine Angewohnheit von mir. Könnte vielleicht dran legen, dass ziemlich viele Leute immer davon ausgehen, dass ich ziemlich viel weiß. Oder alles weiß. Es gibt wirklich Leute, die fragen mich irgendwelche Sachen, wo ich sage, wie genau kommst du darauf, dass genau ich das wüsste? Vor allem mit Sachen, wo ich überhaupt keine Ahnung von habe. Aber naja. Alles zu seiner Zeit, in seinem gegebenen Tempo. Bricks, Copper, Tin. C und 1 Stack und 48, die werden wir auch alle aufbrauchen. Das ist das gleiche wie mit dem bestimmten Material, mit dem Dings. Ich bin mal gespannt, wie Gregtech und Dings später zurechtkommen werden miteinander. Es gibt eine Handvoll Mods, also Gregtech vor allem in Kombination mit... Moment, die Sachen wollte ich da drin haben. Den Rest kann ich jetzt mal einlagern. Gregtech und der andere Mod, wie heißt es? Der Chemistry Craft Mod. Weil die beide ziemlich viel mit den Ressourcen machen. Da kann man auch Diamanten aus, glaube ich, 4 Stacks Kohle machen. Und jede Menge Buildcraft Energie. Oh, meine Sandproduktion wurde eingestellt. Nein! Ich habe auch ein bisschen Sand gekriegt. Das ist gar nicht mal so wenig. 52, das geht so lahm. Wenn ich den natürlich umbauen würde, das wäre schon cool. Das hätte schon was. Das hätte wirklich was. Weil dann könnte ich wieder auf die effektivere Produktion umsteigen. Moment, 2 Cent haben wir schon. Und wer. Textrahiert ist so langsam. Aber ich brauche die Energie schließlich für meine Lava. Das könnt ihr doch genauso verstehen, oder? Hoffe ich. Bitte. Bald habe ich meinen Stack Lava und dann wird alles anders. 64 werden es sein. Wie sieht's hier aus? Im Grunde brauche ich im Moment nicht sonderlich viel machen. Wir könnten mal überlegen, was wir machen, sobald wir, was wir noch mit den Sachen machen könnten. Ich denke, wir sollten anfangen damit, die Sachen anzupassen. Wieder, dass ich zum Beispiel das hier als Supplier-Chest nicht mehr brauche, sondern dass das hier direkt ein Crafting-Dings ist. Weil das ist einfach so unnötig inzwischen. Und zwar könnte ich zum Beispiel sagen, anstelle dem zum Default-Chest für sowas zu machen, eigentlich, doch, das passt schon, das kann schon die Default-Chest für das sein. Allerdings, wer will ich hier haben? Moment. Das darf nicht die Default-Chest sein, und ich muss das Ding an eine andere Stelle bewegen. Und ich habe wieder zu viel Zeugs dabei. Allerdings ist es jetzt einfach, weil ich eine riesige Kiste zerstört habe und das kommt das manchmal vor. Okay, was ist das hier? Das ist eine Provider Pipe. Ich werde die mal leeren und zu einer Dings machen. Das hier und 2 von denen. Zu einer Crafting Pipe. Ich werde jetzt hier einfach mal eine machen. Und eben hier sagen, dass du bist eine Crafting Logistics Pipe. Und du kriegst 8 Setzlinge. Import. 2 Plant Balls. Das heißt, die wird jetzt automatisch craften, wenn irgendwo Plant Balls gebraucht werden. Das heißt, ich kann jetzt natürlich meine Sachen für Plant Balls
Das heißt, ich brauche natürlich jetzt hier noch einen Provider-Chest. Nur so ganz grob als Idee. Welche Kiste hatte die ganzen Dinger drin? Die hier? Nö. Die hier? Nö. Die hier? Welche meiner ganzen Kisten hat die jetzt drin? Das gibt's doch nicht. Ich hatte doch vorher eine Kiste, wo die ganzen Teile drin waren. Die ganzen Logistik-Pipes. Die nicht. Die auch nicht. Die auch nicht. Die auch nicht? Das gibt's doch wohl nicht. Hier sind sie drin. Supplier. Ich nehme jetzt die ganzen Kisten mal da raus. Okay. Jetzt haben wir das. Ich wollte eine Provider haben. Das heißt, Supplier weg, Provider rein. Und Stone Transport Pipe unten drunter. Das heißt, das wird als erstes geleert und dann irgendwann wird das andere verwendet. Okay. Nächster Schritt. Ändern des Systems hier drüben auf die richtigen Setzlinge. Du kriegst nicht länger die Rubber Tree Setzlinge und du supplyst nicht länger Rubber Tree Setzlinge. Ich weiß, es werden jetzt nochmal Rubber Tree Setzlinge ankommen und einen Durchgang Rubber Tree Setzlinge wird es auch noch geben und dann nicht mehr. Dann erst, ich werde vielleicht noch eine zweite Farm anlegen, aber im Moment ist mir das noch zu teuer. Stimmt, der konnte die nicht auf einmal liefern. Oder hat nicht überprüft zu dem Zeitpunkt, als ich das gemacht habe. Jetzt hätte ich gern einen normalen Setzling. Mache ich jetzt einfach mal zu dem hier und sag dem, hey, du supplyst ab jetzt einen Stack von den Dingern. Das dürfte genauso funktionieren. Partial Requests, yes. So, Stack davon rein und... Okay. Ja, der hat noch welche reingeliefert. Und dann kann ich die eigentlich wieder starten. Dann wird die wieder laufen. Du sollst wieder laufen, Maschine. Da wir im Moment sehr wenig Steam haben, zwar haben wir Steam, aber die läuft nicht sonderlich heiß. Okay, dann wird das hier alles im Laufe der Zeit ausgetauscht. Passt. Dann haben wir auf jeden Fall genügend Überschuss. Okay. Ups, das ist ja schon wieder fast voll. Das heißt, ich habe auch schon wieder ziemlich viel Zeit vertrödelt. Tja, was soll ich denn sonst gemacht haben? Hm? Werde ich gerne... Ansonsten wären wir ja weitergekommen. Im Moment kommen wir fast gar nicht weiter. Wir stagnieren ja mehr oder weniger. Wie sieht's hier aus? Oh, es ist fast fertig. Ich würde sagen, wir können noch mal 10 Stück reinhauen. Wichtig ist nur, wenn die Energie einmal ausläuft, hat man nämlich ein Problem. Wenn die Maschinen nämlich nicht stottern wie die anderen, das muss in einem Durchgang, Cracktech-Maschinen müssen in einem Durchgang, die meisten zumindest, in einem einzigen Durchgang durcharbeiten. Die sagen halt, das ist ja auch irgendwie realistisch, wenn einem irgendwann die Energie von manchen Maschinen ausgeht, ist ja klar, dass die dann eigentlich wieder, so bei einer Zentrifuge zum Beispiel, wenn der in einer kurzen Zeit die Energie ausgeht, dann bleibt der Zustand hier nicht genau so, sondern geht langsam wieder rückgängig, weil das Zeug sich ja wieder vermischt. Schätze ich zumindest. Okay, ich habe schon wieder Floor dabei. Warum habe ich ständig Floor dabei? Und als nächstes... Warum habe ich noch... Ach, ich habe noch Setzlinge gehabt. Umwandeln, einfach zur Sicherheit. Und du gehst nicht da rein, sondern da rein. Okidoki. Ich werde dir auch noch meinen Plantball rausnehmen und sagen, hey, du bist auch für Plantballs. Default Route. Okay. Was wollte ich noch alles machen? Ich habe doch gesagt, ich brauche noch mehr. Nö, habe ich eigentlich nicht gehabt. Ich müsste, glaube ich, nicht noch mehr austauschen, wenn ich mich nicht täusche. Und den hier werde ich übrigens nicht übermäßig früh rausnehmen.
Finde ja cool, dass da immer 16 Stück, 8 oder 16 Stück gleich rauskommen und die gleich wieder weiterverarbeiten kann. 30.000. Die sind schön voll. Nicht mehr ganz voll, aber doch relativ voll. Und fast ein kompletter Stack Methanzellen. Use. Ich will jetzt nur mal schauen, wie viel die nochmal produzieren. Kleinigkeit, aber. Gasturbine 45.000 EU. 15.000 mit Hydrogenzellen, mit Wasserstoffzellen und 45.000 für Methan. Kühe. Ich habe hier keine Kühe. Aber wir nutzen Methan. Wir nutzen Methan und haben keinerlei Abgase. Oh, inzwischen, man sieht schon, an ein paar Stellen wächst schon das Neue nach. Das ist angenehm. Übrigens, da aus dem Boden nichts rauskommt, ist es wurscht, glaube ich, wenn das Ding da ist. Ich könnte das natürlich ein bisschen umändern oder so, aber das ist wurscht. Wie ist es mit den Bäumen übrigens lieber als mit den Bäumen? Die sehen so seltsam aus. Habe ich hier irgendwann mal was verändert? Nö. Komm schon. Ja, ich muss unbedingt mal ein bisschen warten. Bis zum nächsten Part werde ich dann noch ein bisschen gewartet haben, ein paar Ressourcen mehr beschafft haben und dann wieder genau wissen, was ich tun will. Vor allem, wenn wir dann langsam anfangen, mit dem Stahl mal was zu machen. Und zwar werden wir damit anfangen, ein paar Maschinenblöcke zu bauen, oder ein paar von den Dinger zu machen, Maschinenparts. Einfach, dass wir damit dann die richtigen Sachen machen können. Fined Iron oder mit Aluminium geht das auch. Ansonsten sind es alles Circuits, oder? Ich denke schon. Wie auch immer. Bis zum nächsten Mal, beim nächsten Mal, wenn wir uns das dann beschäftigen, dann werden wir die ersten Teile hier austauschen, bis wir die nächsten Materialien verarbeiten können. Und natürlich wird das hier wieder ein bisschen auffüllen und so weiter. Und dann können wir, ja, da kümmern wir uns beim nächsten Mal drum. Bis dahin, viel Spaß. See you, Leute. Bye bye.